sind hier in Würzburg bei der Begabtenförderung für die Straßenbauer und wir bauen einen Kreisweg. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Es ist auf alle Fälle eine schöne Woche hier. Man lernt viel dazu und man muss schon zusammenarbeiten können, weil es schafft was. Also der Bau in Würzburg macht diese Begabtenförderung für den Bereich Straßenbau jetzt zum zweiten Mal. Der Sinn und Zweck ist hier mit den neuesten Techniken die Azubis auf ihre Zukunft draußen auf den Baustellen vorzubereiten. Die Begabtenförderung würde ich jedem empfehlen mitzunehmen, weil man hat vielleicht die Chance bloß einmal, man weiß es nicht. Ich finde zum Beispiel gut, mit den anderen zu arbeiten, weil da sieht man, wie die das machen. Und dann siehst du das von einer ganz anderen Perspektive. Ja, dann nimmt man so einiges mit. Ein Verkehrskreisel, den kann man in der normalen Ausbildung schwierig bauen, weil das für einen normalen wirklichen Kurs viel zu aufwendig wäre. Ich habe mir gedacht, dass das auf Anhieb so gut funktioniert, aber es funktioniert.